Und damit herzlich willkommen zu Pokémon Colosseum. Ja, ein neues Projekt. Ich freue mich sehr. Es ist mein absolutes Lieblings-Pokémon-Spiel. Weil man mal nicht versucht, der beste Pokémon-Trainer zu werden, sondern eine ganz andere Geschichte verfolgt. Ja. Es wird mir sehr viel Spaß machen, das zu Let's Play. Ich hoffe, euch auch. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich es komplett durchspiele, also 100% alle Pokémon befreien. Ich hatte mal schon mal das gespielt und Aufnahmen davon gemacht. Doch, die habe ich leider verloren. Ja, es tut mir leid. Und da habe ich die 100% gemacht. Und ja, die sind mir leider verloren gegangen. Tut mir wirklich leid. Ja, eigentlich gibt es da nicht viel. Man kann Ho-Oh bekommen und eigentlich nur dafür habe ich das gemacht. Die Story war da schon lange vorbei. Ich würde mal sagen, wir machen die Story, spielen hauptsächlich mit den zwei Pokémon, die wir da haben. Natürlich werden wir auch andere nehmen. Und ich hoffe, dass es nicht so viel laggt wie jetzt im Moment gerade. Ja, da sieht man halt ein paar Szenen. Dieses Spiel ist wie gesagt nicht blind. Ich habe das schon mehrmals gespielt. Und ich werde mir überlegen, ob ich Pokémon XD auch noch spiele. Es wird auf jeden Fall interessant. Das kann ich schon mal versprechen. Ja. Ich werde mir auch überlegen, was für Pokémon ich in mein Team nehme. Wie gesagt, ich werde nicht alle Pokémon befreien. Aber im Laufe des Spiels werdet ihr das schon sehen. Ich habe es schon mal angetestet. Fortsetzen können wir nicht. Fortsetzen nicht möglich. Neues Spiel. Soll der Story-Modus neu gestartet werden? Ja. So, jetzt müssen wir einen Namen wählen. Ich nehme Wolf. Und danach kommt ein kleines Intro. Ja, ich hoffe, es laggt nicht zu sehr. Ja, und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dem Video. Und viel Spaß bei diesem Let's Play. Bis gleich. Thank you.
das war das Intro zum Spiel. Ja, wie ihr seht, haben wir schon zwei Pokémon. Das sind unsere, Nachtara und Tsiana. Einmal Level 26 und 25. Die Statuswerte sind meiner Meinung nach sehr gut. Ja, Attacken haben sie auch gute. Sind halt auf mittlerem Level, nicht auf Level 5. Items haben wir auch schon. Trank, Supertrank, Gegengift, Paraheiler, Feuerheiler, Eisheiler, Aufwecker und den Hyperheiler. Das sind dann unsere Items. Pokébälle haben wir keine, TMs auch nicht, Beeren auch nicht und Basis-Items auch nicht. Ja, dann haben wir ein PDA, so nenne ich ihn. Da stehen einmal Informationen über uns, die Spieldauer, Poké-Coupons, die man gewinnen kann, Geld, ID-Nummer, ja, und der Name und das Gesicht des Helden, den wir spielen. Dann können wir hier Mails haben und Signaltöne. Ich glaube, ich nehme die Melodie 3. Ordnen tun wir die nach neu. Ja, Krall-Info, da haben wir bisher noch nichts stehen. Zeigt aber Infos über gekreilte Pokémon. Ja, im Intro war zu sehen eine Bande, nenne ich es mal. Und wir haben wohl das Versteck von denen zerstört, in die Luft gejagt. Ja. Wir waren anscheinend mal Mitglied von denen und haben das, was wir jetzt hier am Arm tragen, an dem linken Arm, von ihnen geklaut. Was das ist, wird noch im späteren Verlauf des Spiels zu erkennen gebracht, gegeben. Ach, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ja, von dem Versteck aus sind wir jetzt hierhin zur Wüstenbar gefahren. Eine Tankstelle am Rand der weiten Wüsten, die Reisenden Speis und Trank bietet. Ja, das ist halt kein Open World, wir können nicht sofort überall hin. Wir reisen per Karte und dann haben wir hier bestimmte Sachen. In dem Sack scheint sich etwas zu bewegen. Ja. Wir haben dann unterschiedlich große Gebiete. Hier liegt ein halbes Zahnrad auf dem Boden, es sieht aus wie gewöhnlicher Schrott. Ja, die sind unterschiedlich groß, die Gebiete. Und hier laufen wir dann halt rum. Machen Kämpfe, Pokémon-Kämpfe. Ja. Ich würde mal sagen, weil hier weiter draußen nichts ist, außer dieser Sack mit dem Auto, was übrigens schweben kann. Das ist sehr, sehr geil. Ja. Werden wir. Ich wollte nicht auf Pokémon. Gehen wir einfach mal in die Bar. Und da kommen direkt zwei Typen. Die sich bewegen, die reden gerade. Wie der Rechte jetzt. Der bewegt sich, also redet er gerade. Die Sprechblasen zeigen. Leute, die wir halt noch nicht kennen. Da wird dann später der Name hinkommen. Ja. Oh Mann, ich bin pappsatt. Und nach getaner Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Hehehe. Wir haben aber auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen. Was? Ich schätze, der Boss wird dieses Mal ordentlich was springen lassen. Und zwar nicht zu knapp. Hehe, was für ein Tag. Ja. Und weg sind sie mit ihrem schwebenden Auto. Wir haben ein Bike, die haben ein Auto. Ich glaube, wir sind cooler.
Ja. Ja, wohl. Ja, wir sehen halt ungewöhnlich aus für einen Pokémon-Trainer. Wir sind auch keine 10 Jahre alt, der sein erstes Abenteuer beginnt, wohl schon etwas älter. Ja, und wir heißen Wolf. Ich finde den Namen einfach cooler als Seth. Ja, dann gehen wir mal rein. Oh, die Nachrichten. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Kral, einer Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht. Allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten sie auch weiterhin auf dem Laufenden. Ja. Das waren wohl wir. Also eine Verbrecherbande. Naja, Team Kral. Kennst du eigentlich das Team Kral? Nein. Die Typen sind Gangster, die sich fremde Pokémon unter die Nagel reißen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie krallen sich mitten im Kampf dein Pokémon. Man sagt, sie benutzen dafür spezielle Krallbälle. Du siehst aus wie ein Trainer, also nimm dich lieber in Acht, wenn du diesen Typen begegnest. Kennst du eigentlich das Team Kral? Ja. Was für Lumpen. Ich frage mich, wie viele Trainer diese Typen schon übel mitgespielt haben. Ja, der gibt immer mal so ein paar Informationen. Dann sprechen wir mit dem Typen hinter der Theke. Wir möchten gerne was essen. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Auf der Durchreise, was? Naja, egal, woher du auch kommst und wohin du gehst. Ruh dich erstmal ein wenig aus. Mach ich. Na, junge Frau? Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Es wäre fast zu schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. Ja, wäre schon gut. Also waren wir wahrscheinlich mal Mitglied von Team Krall. Was da wohl los gewesen sein mag? Wenn ein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Ich tue nichts Böses, deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Ich hab's drauf. Ja, nein. So, und wer bist du? Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja. Schon klar, ich habe einen Blick für sowas. Und du hast diesen Glanz in den Augen. Ich wette, du hast auch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Naja, das werden wir sehen. Ich bin da anderer Meinung, weil nach Taramciana als Team, das ist schon fast unschlagbar. Ja, hier können wir nichts mehr aufsammeln, außer nochmal die Nachrichten gucken. Schon geil, so ein Hologrammbild. Hier alles so alt, nur der Fernseher so total neu. Schon lustig. Naja, gehen wir mal wieder raus. Hey, einen Moment, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich heiße Willi und ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Nein, ich bin auf der Durchreise. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Ja, und wie in jedem Pokémon-Spiel können wir nicht Nein sagen. Wir sind zwar älter und könnten dem einfach sagen, nein. Lass mich in Ruhe. Hau schon ab. Ja. Aber es geht mal wieder nicht. Eigentlich wollten wir gehen, damit keinem auffällt, dass wir zu diesem Team Krall wohl gehören. Wir müssen halt ein bisschen, ja, Vorsicht walten lassen, damit uns keiner enttarnt. Was unser Ziel ist, weiß eigentlich keiner so genau jetzt.
Aber so ein kleines Kämpfchen. Okay, warum nicht? Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Also los, hier geht's lang. Hahaha, jetzt wird's heiß, jetzt geht's los, komm schon, Vollgas, brumm brumm, und jetzt gebe ich Gas. Und damit beginnt unser erster Kampf. Eine Herausforderung von Biker Willy. So, wir setzen natürlich nach Tara und Tiana ein und Biker Willy setzt Zigzags ein. Es ruckelt ein bisschen stark, aber das sollte gleich geregelt sein. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Ja, das ist guter Schaden. Direkt K.O. mit einem Treffer. Gute Erfahrung. Gut. Bei Nachtara kann man auch arbeiten. Aber das ist auch ein ziemlich guter Schaden. Naja, machen wir nochmal Heimpower und Rückkehr. Gucken, was Rückkehr so bringt. Ja. Der Rest war schon mal weg. Also muss das Pokémon mich ja gut leiden können. Ich würde sagen, damit hast du verloren. Aber ich hatte ja nicht den Hauch einer Chance. Tja, verloren. Da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. Ja, das solltest du. Das solltest du. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Phenak gehen. Westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Phenak liegt westlich von hier. Auf deiner Maschine ist es wirklich nur ein Katzensprung. Ja. Dann, wie der Biker hier sagte, werden wir das wohl tun. Wir gehen vielleicht auch mal rein. Okay, der sagt nichts. Okay, wenn ich B drücke, drücke ich automatisch Nein. Oh! Was sagte der? Also... Hey Trainer, bevor du weiterreist, solltest du vielleicht deine Vorräte aufstellen. Na, was sagst du? Möchtest du etwas kaufen? Gegengift, Feuer, Scheiße. Nur Kacke. Danke, habe ich alles. Naja, sprechen wir mal mit dem Typen. Wir sind aus Phenak hierher gekommen. Phenak ist eine blühende Oase mitten im Ödland. Glaub mir, es ist eine wundervolle Stadt. Wir haben von hier aus alles genau beobachtet. Du bist ziemlich stark und deine Pokémon sind auch nicht ohne. Ich bin vollkommen begeistert von deinem Kampf. Wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre, dann... Dann würdest du mich herausfordern, oder was? Ja, klar. Gut. Hat der Fernseher noch irgendwelche neuen Infos? Nein. Dann wieder schnell wegdrücken. Ja, das war unser erster Kampf, unsere erste Begegnung, unser neues Abenteuer. Der steht jetzt hier rum und wir gehen zu unserer Maschine, die irgendwo hier stehen müsste. Ah, da, ein neuer Port. Ja, wie ihr sehen könnt, zwei Orte. Es kommen noch mehr mit der Zeit dazu. Phenak, Oase der wasserblauen Quellen inmitten der unerbitterlichen Wüste. So.
reisen wir dahin. Hey, was machst du? Du sollst festhalten, Mann. Das sagst du so einfach, aber die hält nicht still. Wie soll man denn da festhalten? Hey, da drin, lass die Spiränzchen. Dauert auch nicht mehr lange. Spaß. Hilfe, ich werde entführt. Lass mich heraus. Mist, der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt. So, ist das euer Ernst? Verdammt. So, bringen wir mal ein bisschen. Naja. Ein bisschen mehr. Nicht so für 6-Jährige, 12-Jährige was rein. Sagen wir. Oh, verdammt! Hat der Kleine da etwa alles mit angehört? Autsch. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine Wahl. Dein Pech, Kollege. Finsterling Hain. Natürlich, wir wissen sofort, dass der Hain heißt. Ja, genau. Und er setzt zwei Flurmen ein. Interessant. Okay, es ist gerade ein bisschen sehr am Lenken. Wie ihr auch hört, sind die Soundtracks bei Pokémon-Kämpfen hier immer unterschiedlich. Je nachdem, gegen wen man kämpft. Oh, es schreckt zurück. Ja, dann habe ich gewonnen. Noch eine Rückkehr und Ende Gelände. Ja, Level 27 erreicht. Finsterling. Verflucht, du hast ja doch was auf dem Kasten. Ja, machen wir mal ohne Zensur. Verdammt, verflucht. Wer mit meinem Flurmel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Gesicht im Team Krall gab es doch. Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe! Räuber, hier sind Räuber! Blödsinn! Wir sind doch keine Räuber! Wir sind Kidnapper! Kidnapper, verstanden? Du Vollidiot! Du redest uns noch um Kopf und Kragen! Und du freu dich nicht zu früh, klar? Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und deinem Pokémon, was eine echte Hake ist. Oh je, ich glaube, da steckt jemand drin! Das ist fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen? Ja, ich würde sagen, dann beende ich den Partner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Pokémon Colosseum. Und dann erfahren wir, was da am Sack ist. Ja, und ein bisschen über die Stadt Phinak. Bis dahin, bleibt dran und haut rein. Ciao!